bräuchten wir 4. Bei Plünderung 2 bräuchten wir schon 9. Also bringt uns das noch nichts. Wir müssen die Plünderung in jedem Falle noch erhöhen. Damit wir auch mal richtig Zeug von den Monstern kriegen. Wenn wir dann auf die Jagd gehen, muss sich das ja schließlich auch lohnen. Aus diesem Grund nehmen wir uns nochmal 4 Stacks und machen die nochmal platt. Mit der Glücksspitzhacke, versteht sich. Können wir ja nochmal ein bisschen Erfahrungswerte einsammeln. So. Das war nicht richtig. Was hören wir denn da? Distant Call. Zu finden im Archiv von www.tm-soundteam.de. Schön die Download-Sektion anklicken, da sind alle Quellen, aus denen wir unsere Musik beziehen, sauber verlinkt. Haftungsausschluss bitte beachten, natürlich. Und da gibt's auch die passenden Player dazu. Wenn du also die Musik gerne richtig hören möchtest und auch in der vernünftigen Qualität, dann findest du da die entsprechend passenden Player mit Beschreibung und so weiter. Kann also alles nicht so verkehrt sein. Ich will eure Eier nicht. Obwohl wir ja noch eine Hühnerfarm bräuchten. So. So. Und auf geht's. Ding, 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 ding. Da sieht man ganz gut, wie dann die XP-Level immer schön aufsteigen. Da sieht man auch, dass es in kürzeren Abständen entsprechend auch schneller geht. Also bei den kleineren Levels, wenn du so Level 5, Level 6, Level 7 bist, da geht das recht fix. Bei den anderen Levels sieht das dann eher nicht so fix aus. Natürlich könnten wir jetzt auch die Ultimate Fist dafür nehmen, aber da kommt lang nicht so viel Kohle raus, wie das, was wir jetzt hier aus den Blöcken kriegen. Und irgendwie freue ich mich schon auf die nächste Aufnahme mit dem TK, wenn wir das neue Modpack dabei haben. Das ist enorm fett. Also da gibt es wirklich so viel zu erkunden und zu entdecken, dass ich teilweise die Versionssprüche in den die Versionssprünge in den Minecraft-Clients teilweise überhaupt nicht lohnen, weil wir sind, wenn wir das alles fertig erkunden wollen, da kannst du 3, 4, 5, 6 Versionen von Minecraft überspringen, definitiv. Also das ist wirklich enorm, was es da alles zu entdecken gibt, was es zu probieren gibt, was es zu bauen gibt, was es zu erforschen gibt. Das ist, es spottet jeder Beschreibung, weil das so enorm viel ist. Das glaubt man kaum. So, guck mal hier, Level 15. Also jetzt. Das ist doch perfekt. Gut, Level 20 werden wir jetzt nicht mehr kriegen. Aber es reicht, um auf unserem Schwertchen noch ein bisschen was zu machen. Und das nur durch den Kohleabbau mit der Glücksspitzhacke, weil ja auch durch die mehreren Blöcke, die wir da rausschlagen, entsprechend auch mehr XP-Level freigesetzt werden. Und deswegen ist das Enchanting eine richtig feine Sache. Wenn man es einmal richtig hat, kann man allein mit den XP-Kügelchen hier, mit den kleinen Pöbeln, richtig, 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 richtig was reißen, sofern man denn genügend auf der Tasche hat. Ich weiß nicht, ob das Erforschen in Soundcraft dann auch entsprechend XP bringt.
kann ich mir nicht vorstellen, aber wenn das so ist, dann werden wir hier bald im 100er Bereich rumrennen. Perfekt, guck dir das an. Das ist unglaublich. Fupp. Oh mein Gott, Bob, das ist einfach unglaublich. Es ist gut, dass du es angesprochen hast. Liebe Isolde, ich finde es auch richtig toll, dass wir das hier an unserem Home-Shopping-Kanal anbieten können. Wir haben hier heute zum Preis von einem XP-Kügelchen zwei XP-Kügelchen im Angebot. Oh mein Gott, Bob, zwei Kügelchen? Ja, Isolde, du hast richtig gehört. Es sind zwei Kügelchen und wenn sie jetzt anrufen, bekommen sie diese formschöne Edelstahl-Backbrat- und Guck-mich-nicht-an-Bratpfanne im Wert von 1 Euro mit dazu. Dazu noch ein Edelstahl-Topfset aus 100 Teilen, welches besteht aus einem Edelstahltopf und einem Edelstahldeckel und 98 Edelstahlschrauben. So, es war ein kurzer Ausflug in die Home-Shopping-Sendertouren. Manchmal gucke ich mir das zum Einschlafen des Abends an. Und es hat schon Fälle gegeben, wo ich nicht einschlafen konnte vor lauter Lachen. Und wiederum hat es dann Sendungen gegeben, wo ich wirklich gerne hätte umschalten wollen. Aber ich habe unter der ganzen Kurze die Fernbedienung nicht mehr gefunden. Und das passiert. So, klopfen wir die ganzen Blöcke jetzt einmal auf alle kaputt. Einmal auf alle. Wir klopfen sie einmal auf alle kaputt. Genau. Alle auf einmal kaputt. Weil wir werden... Natürlich wird es dunkel. Wir werden in jedem Falle des Nächtens wieder in Höhlen wandern, in Minen wandern, XP-Level kassieren ohne Ende. Und uns drüber freuen, dass wir es haben. Wir werden auf jeden Fall jetzt zusehen, dass wir solche Rohstoffe wie gerade Kohle und Redstone, alles was zu einem ja, Einzelerz wird, wenn du es kaputt schlägst, das werden wir nur noch mit der Behutsamkeitsspitzhacke versuchen abzubauen. Erstens können wir dann mehr tragen, zweitens, wenn wir es ausbreiten und mit der Glücksspitzhacke kaputt schlagen, sammeln wir hier XP bis zum geht nicht mehr. Ja, also je mehr wir davon haben, desto besser wird das. So, da wollte ich eigentlich auch nicht allzu lange aufnehmen, ist doch wieder ordentlich was geworden. Also 1,5 Stunden sind es locker, wenn nicht sogar schon 2. Ja, das passt dann aber auch schon, weil hiernach, wenn wir die XPs gesammelt haben, gucken wir nochmal schnell aufs Schwert, aufs Enchanting. Und wenn wir da noch was reißen können, dann reicht uns das ja schon. Dann machen wir auch mal langsam wieder eine Aufnahmepause, weil ich will ja auch noch ein bisschen vorbereiten und die Umgebung hier vorbereiten, damit die mit dieses wunderschöne, dicke, fette Modpack vom TK4711 hier seinen Platz findet. Und dann machen wir hier auch mal gerade die Kiste voll. Wupp, 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 wupp. Und den Rest packen wir dann einfach da rein. Zap, zap, zap. Was wir hier an Kohle haben, ist echt nicht mehr feierlich. Holen wir hier noch das Gold raus. Hier holen wir noch Futter raus. Hier holen wir noch Futter raus. Und da haben wir das Level 25. So. Wupp, wupp. Das hier ist im Übrigen Fleisch von den Monstersons. Das geht dann auch bitte zu den Monsterdrops, damit wir es in der richtigen Kiste haben. Dazu hätten wir hier noch Gold. So. Und gleich mal eine Kartoffel in den Hals. Perfekt. Gucken, alles leer, alles dran, alles super. Ab ins Bett. Oder auch nicht. Erstmal gehen wir hier runter. Haha. Wir haben ja jetzt hier eine prima Enchanting-Box. Und dann gucken wir mal, was wir mit unserem Schwert hier noch machen können. Die Plünderung wollte ich in jedem Falle noch erhöhen. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt ist die Plünderung auf 3. Und was wir auch noch machen wollten, Haltbarkeit. Die Haltbarkeit, wie viel können wir darauf machen? 15. Ja, das passt. Sehr schön. Schon haben wir unser Schwert ordentlich gebaut.
Pimp Mai Diamantpike, Schärfe 4, Plünderung 3, Haltbarkeit 3, perfekt. Guten Tag. Hallo, ist hier irgendjemand, den ich vielleicht mal kaputt klopfen könnte? Natürlich nicht. Schade, schade, ich hätte mich gefreut. Na gut, dann halt nicht. Denn wir tun, was wir können. Gut, gehen wir nach Hause, legen uns direkt ins Bett, schmeißen vorher das Ei raus. Und schlafen eine Runde. Die Sonne geht auf! Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Hallo, ihr zwei Süßen! Ui, ein Schlag und die Viecher waren kaputt. Das ist doch wunderschön. Hi! Huhu, Bang! Ja, das Schwert geht gut. Als hätte sich einer ein neues Säbel entwickelt. Wir haben sogar eine Enderperle kassiert, weil die Plünderung wieder gut ist. Über sowas freue ich mich. Hi! Guck an, so funktioniert das also. Na, da bin ich doch mal begeistert. Hupsa! So, schwöpp, schwöpp. Zeit für den Heimweg. Wir werden jetzt natürlich erstmal... Boah, diese Eier. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir das Zeug... Hast du gerade auf mich geschossen? Pech gehabt. Wer auf mich schießt, wird mit einem Schwert in mehrere Teile aufgeteilt. Hast du die Tür eingeschlagen? Du Depp? Nee. Das war auch dein Glück. Guck mal hier. Schwupp, schwupp. Bögen brauchen wir gerade aktuell keine. Und wenn, dann bauen wir uns welche. Welche wir dann auch entsprechend enchanten werden. Es sieht doch schön aus. So. Ich denke dennoch, trotz dessen, dass wir heute mal nicht gebaut haben, haben wir uns doch ganz gut geschlagen mit dem Ganzen. Stellen wir uns heute wieder hier oben auf die Ecke, schauen auf unsere kleine Mini-Welt und dann verabschieden wir uns heute in die Aufnahmepause planmäßig. Dann würde ich sagen, bis morgen und ja, bis denn. Tschüss.